Hallo Leute, erstmal wieder ich, euer Gartner Küchenfuchs. Wie ihr sehen könnt, wir verarbeiten in diesem Video, wie im letzten Video schon angekündigt, einen Teil vom Big Alex zu Kürbispommes. Wie ich das anstelle, zeige ich euch. Aber zuerst mal muss hier diese Schale runter. Das müsst ihr euch nicht nochmal anschauen, das habt ihr alles schon gesehen. Wisst ihr auch alle, wie es gemacht wird. Wir sehen uns gleich, wenn ich den Kürbis fertig vorbereitet habe. Also, dranbleiben und genießen. Wie ihr sehen könnt, der Kürbis ist jetzt vorbereitet. Zumindest erstmal ein halber. Aber der halbe sollte reichen, um ausreichend Kürbispommes zu machen. Wir schneiden jetzt erstmal hier in der Mitte durch. Das ist dieses Stückchen. Und schneiden da jetzt solche Stücken runter. So, diese Stücken halbieren wir jetzt nochmal. So dass sie ungefähr die Breite von Pommes haben. Das Ganze, Leute, marinieren wir jetzt noch schön mit etwas Öl. Ein Profi hätte das Öl schon mal aufgemacht. Ein Fuchs macht mitten im Videodreh. Ganz normales Rapsöl. Dazu noch einen Schluck Olivenöl. So. Und jetzt mal meine übliche Gewürzmischung für Kürbis, nämlich Salz. Pfeffer, Curry, aber wir geben noch ein was Besonderes dazu, nämlich das hier, Kürbiskernöl. Nicht zu wenig. So. Das verleiht dem Ganzen nochmal ein bisschen Pfiff. Das verrühren wir jetzt erstmal. Hat ein bisschen was von Balsamico. Jawohl, der Geschmack passt. Und jetzt marinieren wir da drin einfach die Pommes.
So, das Ganze muss jetzt ein paar Minuten durchziehen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder. Dann seht ihr auch, klar, auch schon, wie es weitergeht. Die Kürbispommes sind jetzt ungefähr 15 Minuten immer wieder rumgeballt worden in der Marinade und kommen jetzt einfach aufs Blech. Wenn sie ein bisschen ölig sind, macht es gar nichts. Das ist eigentlich sogar Sinn und Zweck der ganzen Übung, dass sie ein bisschen ölig bleiben oder werden. Einfach ein bisschen auf dem Blech verteilen. Und dann bei 250 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Ihr seht, da sind jetzt noch ein paar übrig. Das macht aber nichts, da mache ich dann einfach noch ein zweites Blech. Wir sehen uns dann gleich zur Verkostung wieder. Wie gesagt, 250 Grad Ober-Unterhitze. Ja, wir schauen auch zwischendurch mal rein vor der Verkostung, wie weit die Pommes sind. Nach ungefähr 20 Minuten sieht das Ganze jetzt so aus. Man sieht, wie sich teilweise schon eine Kruste oben drauf bildet. Auf den Kürbispommes. Bei der Rauchentwicklung, die da stattfindet, habe ich jetzt erstmal ein bisschen runtergedreht, die Temperatur, und zwar auf 180 Grad ungefähr, aber immer noch Ober- und Unterhitze. So sehen die Pommes jetzt aus. Ja, der Big Alex war ein bisschen zu wässrig, deswegen müssen sie ja, nicht wirklich kross geworden, sondern lapprig. Das heißt, wenn ich das nächste Mal Pommes machen will, Kürbispommes, dann brauche ich einen kleineren Kürbis mit einem geringeren Wasseranteil. Beim Probieren dürft ihr mir natürlich wieder face to face in die Augen schauen, in meinen heiligen Schein. Hier. Ja, Heiligenschein. Der Scheinheilige gab einen Küchenfuchs mit seinem Heiligenschein. Ja, natürlich ein Pommes frites sollte anders ausschauen. Geschmacklich einfach spitze. Aber die Kürbisauswahl war einfach für so ein Gericht einfach scheiße. Aber das macht nichts. Das war ein kleiner Fail, ein sehr leckerer Fail. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ja, bis dahin bleibt mir gewogen, macht's gut, also mit Edgy, ciao, ciao, shalom und goodbye. Schreibt was Nettes in die Kommentare, schreibt was, gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Gebt mir Feedback. Ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass der Heiligenschein nicht wirklich gut aussieht. Ja, vielleicht bis auf mir für nächstes Mal ein paar Engelsflügel. Dann passt der Heiligenschein wieder. Ja, also, bleibt mir gewogen, macht's gut, also wieder G. Ciao, ciao, shalom und goodbye. Der Garten- und Küchenfuchs verabscheut sich. Tschüss.